Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Und ja, wir machen mit diesem schönen Fahrzeug weiter, mit dem Lycan Hypersport. Den haben wir ja schon vor 2 Folgen schon mal gehabt. Den haben wir ein bisschen performanter aufgebaut und das Fahrzeug hat auf jeden Fall überzeugt. Und ich habe aber schon angekündigt, ich würde ganz gerne noch so einen Maximalaufbau machen. Mal gucken, was da so geht. Was können wir denn aus diesem Teil noch rausholen? Das hat leider in der vorletzten Folge nicht mehr reingepasst in die Folge, weil die Folge dann einfach schon zu Ende war und ich wollte es nicht unnötig in die Länge ziehen und deswegen habe ich mir gedacht, dann nehmen wir uns doch genug Zeit für das Fahrzeug und machen nochmal eine extra Folge und ich hoffe, du hast jetzt auch Bock drauf, denn ich habe schon auf jeden Fall Bock drauf und ja, bevor wir aber den Maximalaufbau machen, würde ich sagen, haben wir den Performanceaufbau noch nicht so richtig gewürdigt und deswegen gehen wir mal zurück nochmal auf die Straße, fahren mal ein Rennen oder fangen eine Meisterschaft an, würde ich sagen, dann fahren wir mal ein Rennen mit diesem Aufbau und dann machen wir mal den Maximalaufbau und dann fahren wir mit dem nochmal ein bisschen Rennen. Ja, eine Meisterschaft, jetzt gucken wir mal, wo haben wir denn noch eine Meisterschaft noch nicht gemacht? Vielleicht hier, ja, beim dichten Waldsprint, da fahren wir jetzt einfach mal hin. Und gucken noch mal, wie das Fahrzeug so überzeugen kann in unserem Performance-Aufbau. Ja, das ist schon ein geiler Sound mit diesem Boxermotor. Hier gibt es ein Straßenrennen, an dem Sie teilnehmen können. Nee. Soll ich eine Route für Sie festlegen? Nee. Anna, nee. Anna, aus. So. Fahren wir doch da mal hin. Ganz geschmeidig, ganz gechillt. Schnell so ein LaFerrari wegkicken. Wenn man so einer Cockpit-Sicht fährt, dann fällt einem erstmal wieder auf, wie krank schnell man hier durch die Gegend ballert, ne? Jo, das ist jetzt keine Meisterleistung gewesen, aber ein bisschen quer sind wir gefahren. So. So. Ja, da kicken wir den. Was ist denn das? Ist ein Audi oder was war denn das? Man hat es nicht gesehen. Nein, 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 nein. Oh, jetzt müssen wir da hoch. Na, guck mal, das ist eine Blitzerzone. Da haben wir erst einen Stern. Moment, das machen wir jetzt mal noch schnell. Aber das müssen wir jetzt, von welcher Seite fahren wir das? Von der... Warte mal, wir machen das mal von der Seite. Oh, da sind wir hängen geblieben. Das Fahrzeug zu tief. So, wir könnten es noch tiefer legen, ja. Das ist ja der Oberknaller eigentlich. Aber ja, ein bisschen Federweg brauchen wir ja noch. Oh, der Sound ist halt schon geil. So, von der Seite fahren wir das jetzt einfach mal. Ja, das war jetzt irgendwie klar, dass der Königseck uns irgendwie versucht abzucrashen. So, jetzt müssen wir nur hier richtig einfahren. Das war fies. Oh, das war fies. Oh, das wird, glaube ich, nicht gut. Nee, nur 2 Sterne. Ich glaube, wir müssen vielleicht doch von der Seite nochmal probieren. Aber da habe ich jetzt auch echt den Bodenkontakt verloren. Das war jetzt gerade nicht so geil. Probieren wir das nochmal aus. Thank you.
So, jetzt hier richtig reinfahren. Zu spät gebremst. Das war jetzt nicht so geil. Jetzt sind wir, glaube ich, sogar ein bisschen besser sind wir wie gerade eben, aber das reicht natürlich nicht. Oh, hätte ich das jetzt nicht verkackt. Was bräuchten wir denn da? Also ich denke mal, so 200 ist auf jeden Fall drin im Durchschnitt. Ja, das hätten wir locker geschafft. Moment, das machen wir nochmal. Alle gute Dinge sind ja bekanntlich drei. So. Fängt ja schon mal gut an, die Folge. Kriegen wir aber hin jetzt. Mensch, wäre doch gelacht. Der Verkehr verwirrt mich halt immer zunehmend. Ich möchte eigentlich die Richtung fahren. Ja, so rum. Komm, ich mache jetzt ein Foto mit dir. Der hat ja schon letztes Mal schon die ganze Zeit gegeiert, der Hure. So. Jetzt aber. Kriegen wir das hin. 193 soll doch gar kein Problem sein für dieses Fahrzeug. So, jetzt hier schön rum. Ey, der Drecksverkehr! Ja, easy. Haben wir das geschafft. Fantastisch. Gute Fantastisch. Arbeit. Ist das Auto okay? Oh, und bist du okay? Ja. Großartig. Unser Auto ist okay. Nur das andere Auto ist, glaube ich, nicht okay. So, jetzt machen wir aber fangen wir mal die Meisterschaft hier an. So. Meisterschaft. Und zwar Hypercars machen wir. Blaupause erstellen. Ne, 4 Veranstaltungen. Ne, das sind zu viel. Nein! Nochmal neu. Das sind zu viel. So viel können wir nicht machen. Ja, lassen wir das da weg. Machen wir 3 Rundenkursrennen, ist okay. Und erstellen. Da fahren wir jetzt nämlich ein Rennen mit unserem Performance-Aufbau, dann gehen wir zurück in die Werkstatt und dann machen wir endlich den Maximalaufbau. Haltet eure Mützen fest. Und dann gucken wir mal, wie sich der Maximalaufbau so fahren lässt. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja gespannt, auf wie viel Leistung wir kommen. Aktuell bewegen wir uns ja so ja, knapp unter 1000 PS, weit über 1000 Newtonmeter Drehmoment. Also von dem her, Power ist hier schon gegeben. Alles auf der Hinterachse. Und das werden wir natürlich auch noch ändern. Wir werden auf ein Allrad gehen, damit wir der Konkurrenz, wie zum Beispiel einem Lamborghini Aventador, mal so richtig in die Fresse hauen können. Das ist zumindest mal der Plan. Ob es gelingt, ist natürlich was anderes. Aber schauen wir einfach mal. Und die haben natürlich schon einen immensen Startvorteil. Jetzt gucken wir mal. Da heben wir gerade richtig ab. Ja, die Kurven, die sind wir gerade eben schon gefahren. Boah, auf der Außenseite anbremsen ist immer ein bisschen blöd. Aua. Ja, hallo? Was macht der Herr Nesse da? Was ist das hier? Von einem Auto zum nächsten rüber geschleudert. Ja, ist doch gut. Aua. Uiuiui, die Bodenwellen waren aber fies hier.
Ja, da haben wir tatsächlich ein bisschen unsere Probleme hier gegen die Konkurrenz. Die ziehen uns da schon gerade richtig davon. Vor allem, wenn ich solche Fahrfehler mache. Oh, viel zu spät auf der Bremse. Jetzt kostet uns natürlich eine gute Platzierung hier. Aber die Konkurrenz ist halt natürlich auch stark. Muss man ja mal so klar so sagen. Ja, immerhin vierter Platz. Lief jetzt nicht so proper, muss ich sagen. Dadurch, dass die uns auch ein bisschen immer hin und her geworfen haben, die Drecksäcke. Und ja, dann noch der ein oder andere Fahrfehler meinerseits hat das Ganze natürlich jetzt nicht viel besser gemacht. Aber ja, wir haben ja noch was in petto. Wir werden jetzt nämlich noch ein bisschen Leistung zulegen und wir werden Allrad dazu bauen. Damit sollten wir zu jeder Gegebenheit genug Grip haben. Allerdings ist die große Frage, schaffen wir auch das Fahrzeug so gut um die Kurven? Das ist nämlich die andere Aufgabe, die wir jetzt natürlich haben. Denn so ein Allradumbau ist natürlich immer so eine Sache in Forza. Ja, wir gehen zurück zur Automesse und dann werden wir uns daran setzen jetzt. Ja, richtig viel Leistung rauszukitzeln. Nochmal zur Erinnerung, 941 PS haben wir aktuell. Ich schätze mal stark, dass wir locker über die 1000 PS kommen werden. Und man darf nie vergessen, wir haben hier einen Motor von Ruf drin. Ein 6-Zylinder-Boxermotor, Biturbo aufgeladen. Also, jo, kann man mal machen. So, das Erste, was wir machen ist, wir werden auf ein Allrad umbauen. Das kostet natürlich oder gibt uns natürlich viel Gewicht dazu, leider. Aber das nehmen wir jetzt gerne in Kauf. Reifen und so weiter, würde ich sagen, lassen wir erstmal. So, jetzt das bauen wir aber mal oben. Kupplung, Getriebe, Antriebswelle und Differential machen wir rein. So, da dürfte ja schon, na, da ist schon alles drin. Und jetzt am Motor, da werden wir nochmal gucken. Da, das ist schon drin, das dürfte auch schon drin sein. Genauso auch den Hubraum, den wir auf 4 Liter erhöht haben, ist auch schon drin. Was wir machen werden, ist jetzt den Biturbo nochmal vergrößern, 50 kW dazu. Genauso auch hier der Ladeluftkühler und die Ölkühlung machen wir noch dazu. Schwungscheibe dürfte schon drin sein, jawohl. Und damit kommen wir auf eine Leistung. Also so viel mehr Leistung haben wir nicht, aber wir haben jetzt eine Leistung von 768 kW. Das sind umgerechnet 1044 PS auf oder auf ja 1,3 Tonnen mit einem Drehmoment von 1267. Ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt fahren lässt. Ja, wir gehen einfach mal raus und dann werden wir das Ganze nochmal ein bisschen versuchen einzustellen, beziehungsweise wir werden jetzt dem Ganzen natürlich auch nochmal ein entsprechendes Design geben. Und ich habe mir gedacht, wir bleiben einfach so einfarbig, aber wir nehmen jetzt eine Farbe, die es in der Standardfarbpalette gar nicht gibt. Und zwar ne, schön, was schön Giftgrünes, würde ich jetzt sagen, machen wir. Und da haben wir ja eigentlich schon eine sehr gute Standardlackierung hier mit dabei. Nämlich die hier, die sieht eigentlich oder passt ja eigentlich schon mal ganz gut. Ich würde es aber trotzdem noch mal ganz gern ein bisschen anpassen. Und zwar würde ich hier den Ton ein bisschen mehr ins richtig Grüne gehen und die Flake-Farbe aber ein bisschen mehr ins Gelbliche gehen. So. Und ich würde sagen, so übernehmen wir das jetzt auch. So machen wir das. Sehr schön. Ja, beim aktuellen Auto speichern. Dass jeder gleich weiß, okay, da ist Gift im Spiel. Gift für die Gegner, definitiv. So. Inhalt wird gespeichert. Ja, komm, beeil dich. Hopp, hopp, hopp. So, wir gehen zurück auf die Straßen und da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt einfach so fährt, ohne dass wir was eingestellt haben. Ich gehe da stark davon aus, dass wir jetzt aber noch mal ein bisschen was umstellen müssen bei diesem Umbau. Dum, 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 dum. Ja, nach vorne schießt er schon mal gut. Auf Schotter ist er jetzt nicht unbedingt zu gebrauchen hier. Ja, wie der einfach nochmal durchzieht, das ist schon krass. Und ich glaube, wir sollten am Getriebe was umstellen. Weil wir sind im Drehzahlbegrenzer tatsächlich. So, dann werden wir das doch jetzt einfach mal auch tun. Ja, da sind wir auf jeden Fall viel zu. Ein bisschen länger setzen das Ganze. So, und die hinteren Gänge. Ah, hier können wir auch schon
Zweiter Gang, der Gang, der Gang, der Gang, der Gang hier. Sollte eigentlich auch schon einiges bringen, den können wir ein bisschen länger ziehen. Da sind doch bestimmt 400 km/h drin, oder? Würde ich jetzt schon sagen. Ah ja, easy. Sogar mehr vielleicht noch. Ich probiere es einfach mal aus. Weil wir das wahrscheinlich eh nie ausfahren werden. Ja, ist sogar tatsächlich was drin noch. Machen wir hier den hier noch und den hier und den hier. So. 1,9 Sekunden von 0 auf 100 ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Jetzt sind wir sogar ein bisschen langsamer geworden tatsächlich. Dann machen wir das doch wieder so. Ja, komm, wir lassen das so, das passt schon. Ja, die Einstellung lasse ich jetzt erstmal, das werden wir gleich anpassen. Ja, jetzt wusste ich nicht, links oder rechts, einfach durch die Mitte und den Bugatti töten oder so. Ich muss sagen, ich glaube, wir müssen nicht mal so viel umstellen. Also zumindest jetzt mal bei den schnellen Kurven fährt sich das Fahrzeug ganz gut vom Fahrverhalten her. Ich glaube, da müssen wir uns gar nicht so lange damit aufhalten. Groß was umzustellen. Was wir machen können, das könnten wir mal schnell ausprobieren, ist tatsächlich, das passt soweit eigentlich, da vielleicht ein Tickchen erhöhen. Hier die Stabis hinten etwas zu erhöhen. Federn hinten, das passt. Hier das nochmal ein bisschen erhöhen. Dann ein bisschen höher machen. Und beim Diff könnten wir natürlich noch ein bisschen was einstellen. Ja, ich glaube, dann mehr groß mal ändern, aber gar nicht. Das brauchen wir eigentlich nicht. Wir können hier noch ein bisschen mehr auf den Heck gehen, den Heckbereich. Gerade mal. Das ist schon zu viel, ne? Nö, passt eigentlich auch noch. 80% hinten. Aber machen. 85 schon zu viel vielleicht, ne? 81 ist gut, oder? 81, perfekt. So, das passt soweit. Da würden wir sagen, da machen wir ein bisschen weniger im hinteren Bereich, wenn so viel ist. Dann machen wir das auch ein bisschen weniger. Dann sollte das eigentlich schon mal ganz gut passen von den Fahreigenschaften. 411,2 km/h Topspeed haben wir jetzt. Könnten wir bestimmt nochmal das ein oder andere km/h rausquetschen, aber. Ja, wie gesagt, es geht ja nicht darum, jetzt hier V-Max nach oben zu treiben, sondern es soll sich ja auch noch im Endeffekt gut fahren. Da liegt schon mal ganz gut. Okay, das war jetzt was nicht so geil war. Das, was danach kam, war jetzt einfach nur die Folge dessen. Und zwar kurz zur Erklärung, was passiert ist. Da war jetzt eine Bodenwelle und das hat das Fahrzeug komplett weggeworfen. Deswegen schauen wir da jetzt einfach mal ganz kurz in die Telemetrie rein. Das fand ich gerade nicht so geil. Darf nicht vergessen, weil das Auto ist jetzt wieder ein bisschen schwerer. Durch den Allrad. Ja, die Federn, die bewegen sich schon am absoluten Limit, wenn ich das mal so richtig sehe. Deswegen werden wir da jetzt gerade mal schnell was ändern. Und zwar werden wir bei den Stabis ein bisschen mehr dazugeben. So, hier auch ein bisschen dazugeben. Und dafür werden wir die Federn insgesamt aber jetzt erhöhen. Das ist einfach ein bisschen. Komm. So, das passt schon soweit. Passt auch. Und ich glaube, da könnte jetzt von den Fahreigenschaften könnte das nochmal ein bisschen helfen. So, einen richtigen Gang sollten wir schon noch einlegen.
Machen wir gerade die gleiche Strecke nochmal. Gucken wir mal, ob er das jetzt hier ein bisschen besser handelt. Verkehr ist natürlich jetzt so eine Sache. Auf den achte ich jetzt gerade weniger. Gucke jetzt gerade hier mehr auf die Telemetrie. Ja, ist immer noch so eine Stelle, da spule ich mal gerade zurück. Also hier, man sieht es ja auch schön, da ist so ein richtiger Knick drin in der Kurve. Plus es geht quasi in eine Steigung rein. Ich muss jetzt gucken, was hier genau passiert. Ja, man sieht es wunderbar. Und zwar, dass in dem Moment, als das passiert, vorne wir aufsetzen. Wir setzen vorne auf in dem Moment. Und das kann natürlich zwei Eigenschaften oder zwei Grundursachen haben. Wir haben zu wenig Federweg. Oder aber die Federn sind zu schwach vorne. Und deswegen müssen wir wohl oder übel tatsächlich das Ding noch mal härter machen. Das ist natürlich so eine Sache jetzt, aber ich probiere es jetzt einfach nochmal. Hinten war jetzt nicht so das Problem, aber vorne müssen wir tatsächlich nochmal ein bisschen mehr Härte dazugeben, leider. Das geht natürlich negativ jetzt auf die Fahreigenschaften. Wir können natürlich hier nochmal ein bisschen was dazugeben. Muss jetzt nicht so schlecht sein. Dämpfer, ja, wir können hier auch nochmal ein bisschen erhöhen, wobei zu viel will ich auch nicht. Dürfte jetzt aber schon helfen. Macht denn der Centenario da vorne? Weiß nicht, was er vorhat. Ja, also die Federn bewegen sich schon echt am Limit. Ich meine, wir sind jetzt auch bei Geschwindigkeiten, bei denen man solche Straßen im Normalfall nicht fahren sollte. So, jetzt fahren wir das einfach nochmal zurück. Keine Sorge, es geht gleich weiter. Aber wir wollen ja alle, dass das Fahrzeug auch was taugt. Zwar zu schnell. Ich glaube, ganz kriegen wir das nicht weg. Aber es können trotzdem es verbessern. Ja, es ist auf jeden Fall besser. Wir schlagen trotzdem kurz oben raus. An der Stelle, aber es ist okay. Der Unfall danach, das geht es mir gar nicht. Sondern es geht mir einfach nur um diese eine Stelle. Ja doch, das passt schon ganz gut jetzt so. Ups. Ja, weg damit. Und ich würde sagen, wir fahren zum nächsten Rennen und da werden wir das einfach überprüfen, ob wir gegen die starke Hypercar-Konkurrenz anstinken können mit diesem Aufbau oder eben nicht. Ja, von den Fahreigenschaften passt das, glaube ich, schon ganz gut hier. So, Meisterschaft fortsetzen, machen wir. Mal gucken wir doch mal, wie wir hier zurechtkommen. Mit dem Aufbau jetzt. Dum, 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 dum. Ja, bei Regen. Ja, da haben wir ja alles richtig gemacht, jetzt wo es regnet, dass wir ein Allrad haben. So, Veranstaltung starten. Oh. Zieht uns ein bisschen raus. Die Konkurrenz ist natürlich schon übel, muss man ganz klar sagen. Dass wir da einfach nur mithalten können, ist ja schon eigentlich Auszeichnung genug. Und da fährt so ein LaFerrari mit und so, ne? So ein Centenario, wenn man den auftunen, dann ist das schon echt ein übles Gerät.
So. Hat das Fahrzeug überhaupt Scheibenwischer? Ah ja, tatsächlich. Ja, kann man ja nicht wissen. Das Fahrzeug kommt aus den Arabischen Emiraten, da regnet es eigentlich nicht. Ne? So. Ja, ich weiß, da regnet es auch. Das war jetzt einmal noch mal so dahergesagt. Das war jetzt, glaube ich, nicht so geil angefahren. Verliere ich jetzt eigentlich eher Schwung. Aber wir können trotzdem zum Angriff setzen. Gucken wir mal, ob wir den Königseck da vorne auch noch kriegen. Ah, doch, sieht gut aus. Ein bisschen hier reindrücken. Dann geht das schon. Und dann gewinnen wir. Wenn auch nur knapp. Aber wir gewinnen. Wenn ich mal so ein Königseck 1-to-1. Müsste ja vom EI extrem viel besser sein. Ja, ist er auch. 993, das ist schon nochmal ein anderes Kaliber. Von dem her alles gut. Ja. Das Fahrzeug, das muss man klar sagen. Man merkt definitiv, dass es ein Allradumbau ist. Also nicht nur, dass wir jetzt einfach mehr Grip haben, sondern einfach von den Fahreigenschaften. Ein Allrad wird sich in dem Spiel nie so fahren wie ein Heckantrieb. Das ist einfach so. Vor allem auch, wenn man ein Heckantriebfahrzeug umbaut auf Allrad. Das fährt sich sowieso nicht so gut wie ein Fahrzeug, was schon auf Allrad ist. Aber das Thema hatten wir schon des Öfteren und das sollte auch klar sein. Wenn man das aber auch weiß und dann auch entsprechend so fährt, dann passt es schon ganz gut. Aber ich muss sagen, für das, dass wir jetzt einen Maximalaufbau haben, mit allem, was geht, bis auf jetzt die Forsa-Flügel, sage ich jetzt mal, fährt sich das schon echt ganz gut. Ganz angenehm. Also das kann man schon noch irgendwie in irgendeiner Weise als performant verkaufen. Auch wenn der auf der Bremse aktuell seine Defiziten hat, muss ich sagen. Auf der Bremse gefällt mir das Fahrzeug gerade nicht so. Aber könnte jetzt einfach auch am Wetter liegen, dass halt das Aquaplaning gerade ein bisschen höher ist und dadurch halt der Bremsweg halt gefühlt zu groß ist. Obwohl wir ja eine 10er-Wertung bei den Bremsen haben, ja, steht da, also von dem her. Ja, müssen wir gleich mal gucken, wir werden im Anschluss natürlich jetzt nach diesem Rennen nochmal auf unsere Teststrecke gehen. Und da bin ich mal gespannt, was der Maximalaufbau des Lycan Hypersport denn da so hinkriegt für eine Zeit. Jetzt fahren wir das Ganze mal bei trockenen Verhältnissen, das ist auch nochmal jetzt ein interessantes Thema. Ich bin gespannt. Bin ich gespannt, was unser Sechszylinder-Boxer hier reisen kann. So, da schieben wir uns erstmal schon mal schön mal vorbei. Ja, bei trockenen Verhältnissen geht es schon mal besser um die Ecken. Ja, Bremsen sollte ich trotzdem nicht vergessen. Ich sag's gerade noch und fahr voll gegen die Mauer. Das war jetzt eine richtige Porno-Aktion von mir. Jetzt bin ich gerade hier richtig raus aus dem Rhythmus. Komm, Ray, jetzt fahr mal wieder gescheit. Nicht so eine Kacke. Und fahr gegen die nächste Mauer. Wunderbar. Klappt ja richtig gut. Was fahre ich denn für eine Rotze zusammen? Jetzt mal ohne Scheiß. Moment, ich gehe mal kurz raus. Ich muss da kurz was am Fahrzeug abändern. Das geht gerade gar nicht klar. Dadurch, dass wir das alles so hart eingestellt haben, ist das Fahrzeug einfach viel zu steif. Und das ist gerade überhaupt nicht cool zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann habe ich doch das Fahrzeug lieber ein bisschen, bei manchen Situationen ein bisschen instabiler. Dafür aber im Allgemeinfall ist es ein bisschen besser unterwegs. Deswegen werden wir jetzt das auch nochmal hier reduzieren. Die Stabis nochmal ein bisschen weniger machen. So, und das Ganze auch noch mal ein bisschen weniger. So. Gerade echt ein bisschen furchtbar ist. Das lassen wir mal so. Gut, Bremse könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen anpassen. Vielleicht etwas erhöhen den Druck. Weiß nicht. Oder gucken wir mal kurz. Vom Gefühl her ist es eigentlich, ja, vielleicht 2% mehr. Was sagt er denn vom Bremsweg, wie er sich verändert? Wobei, auf das können wir jetzt eh nicht so genau gehen. Ja, doch, das können wir so lassen. Und vielleicht die Verteilung noch mal ein bisschen verändern. Dürfte eigentlich so passen. Und jetzt probieren wir das Rennen noch mal. Weil das war jetzt gerade irgendwie nicht so cool. Halt, Rennen starten. So, jetzt aber.
Jetzt rocken wir die Hütte, hab ich gehört. So. Ja, am Start kommen wir richtig krank weg. Ja, wir haben bei weitem nicht so eine Kurvenspeed wie die Konkurrenz, aber das liegt einfach schon an der Basis einfach. Der Lycan ist halt einfach kein Kurvenräuber. Zwar ranieren wir den nie sein, beim Maximalaufbau sowieso nicht. Und da haben wir natürlich bei so einem Rundkursrennen schon unsere Nachteile. Ich denke mir, die Stärke des Lycan so jetzt in dem Aufbau ist definitiv die Beschleunigung und vor allem halt auch die Topspeed, die das Ding dann erreichen kann. Ich denke, da ist das Fahrzeug ganz vorne mit dabei. Kurvenfahrt ist da eher Fehlanzeige. Ich meine, die Fahreigenschaften sind nicht schlecht, versteht mich da nicht falsch, aber wenn wir das jetzt mal vergleichen zu der Hypercar-Konkurrenz hier, da haben wir gar keine Schnitte. Lala. Ja, da hatten wir jetzt gar keine Schnitte gegen die Konkurrenz. Lag aber einfach auch an der Strecke. Auf der Strecke hätten wir jetzt ein Fahrzeug tatsächlich gebraucht, was deutlich mehr Kurvenspeed hat einfach. Ups, jetzt habe ich gar nicht auf die Rundenzeit geachtet. Ja, und am Ende verlieren wir auch die Meisterschaft an den Gugi, der mit dem LaFerrari unterwegs war. Aber ja, der LaFerrari ist dann natürlich auch in der Summe das absolut stärkere Fahrzeug. Müssen wir nicht drüber reden. Aber ja, ist ja egal. Meisterschaft abgeschlossen. Zweiter Platz für ein Lycan ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, ja, Lycan ist halt der Lycan Hypersport, also der serienmäßige Lycan Hypersport an der Stelle erwähnt. Ist halt meiner Meinung nach so von der Leistung auf jeden Fall schon ein Hypercar. Aber von den Fahreigenschaften oder von der Kurvenspeed und so weiter, was das Teil erreichen kann, da hat es einfach gar keine Chance. Da ist es auf dem Niveau von so einem Supersportwagen. Und deswegen, ja, das wirkt sich natürlich dann spätestens beim Maximalaufbau, wenn man alles reinklatschen kann, natürlich halt auch aus. Ja? Wenn ich so ein Hypercar hier im Spiel nehme und da maximal alles reinhau, dann haben wir eine ganz andere Basis einfach schon mal. Ich meine, ich kann das euch einfach mal zeigen anhand diesen einfachen Werten, die natürlich jetzt nur ein grober Richtwert ist. Natürlich anhand diesem Wert kann man nicht alles sagen, aber wir haben jetzt einen Handling-Wert hier quasi von 8,5. Vergleichen wir das jetzt einfach mal mit, ja, was nehmen wir denn da am besten? Irgendein Hypercar oder einen guten Vulcan ist jetzt fies. Den sollten wir nicht als Vergleich nehmen. Aber jetzt nehmen wir mal irgendein normales Hypercar, werden wir doch hier irgendwo haben. Bei Ferrari bestimmt. Ja, ich meine, okay, der Bugatti ist jetzt die Ausnahme. Das geht auch in eine komplett andere Richtung. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel so ein LaFerrari nehmen vielleicht, dann sehen wir, das ist jetzt ein serienmäßiger LaFerrari, der hat einfach schon mal einen 8,8er Wert. Ja, also das ist halt einfach schon mal eine ganz, ganz andere Riege. Und das ist halt natürlich, das kriegt man einfach halt auch dann nicht ausgeglichen, sage ich jetzt einfach mal. Oder wir können auch ein anderes Hypercar nehmen. Vielleicht ein, ja, was ist ich, vielleicht ein Pagani oder sowas.
Ist ja auch eigentlich, sieht man das eigentlich auch schon mal ganz gut. Es war, ja, 8,8 zu 8,5 hat der Cinque serienmäßig schon, ja, in der Serie. Das ist schon krass. Also, wenn man den auftunen würde, dann würde man auch auf jeden Fall auf einen richtig krassen Wert kommen. Da müssen wir nicht drüber reden. Und das ist halt das, was halt dem Fahrzeug so ein bisschen fehlt. Und deswegen ist das Fahrzeug jetzt so, wie es jetzt ist, halt mehr ein absolutes Beschleunigungsmonster. Und jetzt nicht unbedingt ein Fahrzeug, was jetzt auf der Rundstrecke mega performen würde. Ja, das einfach mal so abschließend zu sagen. Gut, ich würde sagen an dieser Stelle, ich bin raus. Ich gehe jetzt noch auf die Teststrecke. Die Zeit zeige ich euch oder die Runde zeige ich euch. Und auch das Ergebnis. Ich lasse das jetzt aber einfach mal unkommentiert. Da könnt jeder von euch selber eine Meinung darüber bilden. Gucken wir mal, was für eine Zeit das Fahrzeug tatsächlich schafft und wo es sich auf der besten Liste einsortiert. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir schneller sein werden wie der Performance-Aufbau mit Heckantrieb. Ja, ich würde einfach sagen, genießt die Bilder. Ich bin raus an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Man sieht sich, man hört sich doch hoffentlich in der nächsten Folge wieder von Forza Horizon 3. Ciao. Wuhi.